Im Naturkundemuseum in Reutlingen wurde am Freitag die Ausstellung Faszinierende Unterwasserwelten mit Fotografien von David Doublet eröffnet. Zuschauer können dort eine Auswahl von mehr als 100 Werken betrachten, die der wohl berühmteste Unterwasserfotograf der Welt im Laufe seiner Karriere gefertigt hat. Zu sehen sind Aufnahmen von Meerestieren aus allen Gewässern der Erde. Von Fischen über Haien und Rochen bis hin zu Oktopoden. Für besonders Interessierte besteht die Möglichkeit, an einer von Biologen ausgerichteten Führung durch das Museum teilzunehmen. Die Ausstellung ist noch bis zum 22. Oktober geöffnet.